Das Spiel habe ich schon länger auf meiner Muss-ich-haben-Liste. Als ich über das Spiel auf der Retro-Börse gestolpert bin, musste ich es natürlich mitnehmen. Damals gab es eine Kontroverse zu dem Spiel. Zu Recht? Ich entstaube die Super Nintendo Maus und schaue mal rein. Was taugt Cannon Fodder für die Super Nintendo heute noch? Cannon Fodder wurde ursprünglich von der englischen Firma Sensible Software für den Amiga programmiert. Dort kam es so gut an, dass auch andere Systeme mit einer Portierung versorgt werden mussten. Darunter zum Beispiel der Atari Jaguar, DOS-PCs und sogar der Game Boy Color. Die Super Nintendo Version erschien 1994 und wurde von Virgin Interactive veröffentlicht. In Deutschland wurde das Spiel wegen seiner Gewaltdarstellung indiziert und sogar im toleranteren England wurde eine Warnung ausgegeben. Das Spiel ist nur in Europa erschienen und brachte auch einen Nachfolger hervor. Mit einem Satz kann man das Gameplay mit Echtzeitstrategie trifft Shoot'em'up beschreiben. Grundsätzlich steuert ihr eine kleine Gruppe von bis zu 5 Soldaten, aber habt keine Angst, ihr müsst nicht jede Einheit getrennt steuern. Die laufen alle schön hintereinander und ihr gebt die Richtung vor. Wenn ihr einen Gegner seht, klickt ihr einfach drauf und schon schießen eure Männer aus allen Rohren. Bei Bedarf könnt ihr eure Gruppe aber auch teilen. Damit könnt ihr dann etwas tiefer gehende Taktiken anwenden und so zum Beispiel einen Hinterhalt legen oder ganz einfach flankieren. Damit das Ganze nicht zu langweilig wird, habt ihr auch verschiedene Waffen zur Verfügung. Zum einen habt ihr natürlich das Standardmaschinengewehr, aber auch Bazookas und Granaten stehen euch teilweise zur Verfügung. Nicht gerade eine riesige Auswahl, aber dafür könnt ihr auch ab und zu mal in einen Panzer einsteigen. Ihr startet eine neue Kampagne mit einer begrenzten Anzahl von Soldaten. Stirbt einer, steht dieser euch logischerweise nicht mehr zur Verfügung. Habt ihr eine Kampagne geschafft, bekommt ihr aber frischen Nachschub und die kampferfahreneren Truppen steigen im Rang auf. Das bedeutet im Prinzip, dass ihre Genauigkeit und so weiter etwas steigen. Eine Kampagne beinhaltet 1 bis 6 Missionen. Diese führen euch natürlich durch verschiedene Umgebungen und bieten euch daher eine schöne optische Vielfalt. Die Missionsziele sind allerdings immer gleich. Erledigt alle Gegner und oder Gebäude. Das klingt jetzt zwar einfach, aber das wird vor allem in den späteren Missionen echt knifflig. Aus zerstörten Gebäuden und so weiter bekommt ihr dann teilweise sogar Nachschub für euren Trupp und den braucht ihr auch. Eure Soldaten sterben euch leider schneller weg, als euch lieb ist. Mehr Tiefe könnt ihr von dem Spiel jedoch leider nicht erwarten. Ihr könnt keine Ressourcen einsammeln oder sonst. Das ist etwas schade, aber so konzentriert sich das Spiel eben auf das Wesentliche. Etwas mehr taktische Tiefe hätte dem Spiel jedoch gut getan. Dafür wachsen euch jedoch eure kleinen Soldaten recht schnell ans Herz. Die haben nämlich alle ihren eigenen Namen, die auch meistens noch süß klingen. Wenn ihr zum Beispiel den guten Jups durch einige Einsätze boxiert habt und dann in eine gegnerische Maschinensalve reinrennt, naja, der gute Jups. Er wird vermisst werden. Grundsätzlich kann man das Spiel mit der Super Nintendo Maus steuern. Das würde ich euch auch empfehlen, wobei die Steuerung mit dem normalen Controller auch in Ordnung geht. Euer Spielfortschritt wird zum Glück mit Hilfe von Passwörtern festgehalten. Die Grafik sieht sehr gut aus und hat so einen zeitlosen Touch. Sie ist zwar etwas krümelig, aber dennoch in Ordnung. Die Animationen sind sehr gut geraten und eure Männer wachsen euch trotz der geringen Pixelzahl sehr schnell ans Herz. Der Sound jedoch, der ist leider nicht ganz so gut. Es ist nicht schlecht und die vorhandene Musikuntermalung ist ordentlich, jedoch gibt es leider kaum Abwechslung und so hört ihr immer denselben Track und während der Mission hört ihr gar keine Musik. Da wäre sicherlich nur etwas mehr gegangen. Was taugt Cannon Fodder für Super Nintendo also heute noch? Ich kann das Spiel empfehlen. Über die Brutalität kann man heutzutage natürlich nur lachen. Eine Art von Echtzeitstrategie auf den Super Nintendo zu spielen macht aber durchaus Laune und ist einfach mal etwas anderes. Eine klare Empfehlung von mir aus. Das war der Test Cannon Fodder für das Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.